Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera und vor der Kamera ist ein Torfmoos. Das ist die Basis, aus der Torf entsteht. Und Josef Gramann erklärt uns jetzt, wie diese Torfmoose funktionieren. Ja, sie funktionieren im Grunde so, dass sie bei Wasserüberschuss aus dem Wasserniveau hinaus wachsen. Also ich sage jetzt mal, in den Himmel hineinwachsen. Die Pflanzen, die unten sind, vertorfen. Ich hole mal ein bisschen was raus. Ja, super. So, hier habe ich jetzt gerade mal hier aus dem Bereich was rausgeholt. Ja. Hier kann man sehen, das ist so ein Torfmoos. Ich denke, das ist Sphagnum phallax. Hier oben quietschegrün, da kriegt es also Sonnenlicht. Das wächst also jetzt immer fleißig gen Himmel. Ja. Und hier unten, merken Sie, fängt das an, immer weniger Chlorophyll. Hier fängt es schon an zu vertorfen, zu vermohren. So, und wenn wir jetzt hier in ein paar hundert Jahren wiederkommen, haben wir sicherlich hier eine Torfauflage von 1 oder 1,5 Meter, wo dann da oben idealerweise weiter Hochmoorvegetation ist. Kann man das quantifizieren, wie schnell dieses Torfmoos wächst? Also es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, das Moor wächst maximal 1 Millimeter pro Jahr. Hm. Wir vermehren ja selber diese Bulltorfmoose, damit sie überhaupt sich hier wieder etablieren können. Und unsere Erfahrung sind, wenn sie also optimale Bedingungen haben, also will heißen, der Wasserhaushalt in Ordnung ist, wachsen sie pro Jahr 2, 3, 4, 5 Zentimeter. Mhm. Noch eine letzte Frage, wie bringt ihr das wieder hier rein? Also ihr schafft die idealen Bedingungen und wie kommen die? Die werden ja nicht irgendwie von Vögeln da reingetragen. Nee, genau, die fallen auch nicht vom Himmel, wie sich das vielleicht manche Politiker wünschen, sondern da muss man wirklich was für tun. Wir haben mittlerweile so viele Flächen erfolgreich mit einer hochmoortypischen Vegetation finden wir vor, dass wir also teilweise, so wie jetzt auch hier, einfach in das Feld reingehen. Wir holen uns aus diesem Feld Torfmoose so und bringen sie quasi in ein anderes Feld, da wo wir sagen, okay, da müssen wir jetzt mit der Hochmoor-Renaturierung starten. Das gleiche machen wir auch mit den Wollgräsern. Man sieht hier teilweise noch die schmalblättrige oder breitblättrige Wollgras. Da werden dann ganze Horste werden ausgezogen, so wie hier. Ja. Moment, und dann setzen wir die in die Fläche. Also dann sind Sie wirklich als Gärtner tätig sozusagen, Naturgärtner. Ja, Naturgärtner. Ja, also genau. Ganz viel muss man auch sagen, muss die Zeit machen. Ja. Man muss da auch ein bisschen rüberbleiben und dann hilft sich die Natur auch selber. Ich muss natürlich, die Basis muss ich schaffen. Die Basis heißt idealerweise wenig nährstoffbelaste Torfsubstanz und ich bringe erstmal wieder die Saat in die Fläche. Herzlichen Dank, Josef Gramann. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Luberacom, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier gibt's gartenvideo.com, wo Sie einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier gibt's Gärten.com, wo es mehr Gartenunterhaltung und mehr Garteninformation gibt. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.